Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wie immer sonntagsabends im Bett gelegen und habe mir gedacht, guckst noch ein bisschen durch YouTube durch, schaust mal, was heute noch so alles online gegangen ist oder am Wochenende. Ich war ja bei meiner Schwester auf der Babyparty und deshalb nicht ganz so oft online wie sonst. Und da ist mir etwas ins Auge gefallen, und zwar der Zuschauertag von Alice im Bücherland. Ich verfolge ihre Videos doch recht regelmäßig und ich fand den einfach so witzig, dass ich gedacht habe, ich mache das einfach auch mal mit. Beziehungsweise sie hat ja unten drunter noch ein paar Booktuber in ihrer Infobox getaggt und hat auch dazu gesagt, wer Lust hat, ihn zu machen, darf ihn natürlich auch machen. Dementsprechend habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, auch diesen Tag mit euch zu machen. Und es ist nämlich kein normaler Tag, nein. In einem normalen geht es ja eher darum, dass mir Fragen gestellt werden, die ich dann für euch beantworten soll. Und beim Zuschauertag geht es darum, dass ich mehr über meine Zuschauer erfahre. Das ist ja auch mal was ganz Neues. Ich finde es wirklich richtig lustig, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Ich habe mir das Ganze natürlich hier aufs Handy geladen, damit ich bloß nichts vergesse. Er besteht aus 8 Fragen, die ich euch stellen werde. Ein paar davon werde ich natürlich auch für mich mit beantworten, weil es ja doch immer den ein oder anderen vielleicht auch noch interessiert. Ich würde sagen, wir starten direkt, damit das Video nicht so ellenlang wird, mit der ersten Frage. Und die lautet, wann habt ihr mit dem Lesen begonnen? War das bei euch vielleicht direkt schon im Grundschulalter? War das, sobald ihr lesen konntet, dass ihr auch kein Buch mehr zur Seite gelegt habt? Oder habt ihr vielleicht in eurer Kindheit gar nicht gelesen und dafür jetzt erst später damit angefangen? Bei mir war es ja wirklich von klein auf, auch wenn meine Eltern oder beziehungsweise meine Mutter nicht so viel gelesen hat, hat mich doch damals unsere Bücherei in unserem kleinen Ort doch sehr angesprochen. Und ich hatte da ja so eine extra Box, wo die Damen, die dort gearbeitet hatten, mir immer extra Bücher reingelegt hat, von denen sie dachte, dass sie mir gefallen. War damals in so einem kleinen Ort natürlich das Highlight. Kommen wir zur Frage 2. Welche Buchverfilmung haltet ihr für besonders gelungen? Darüber habe ich ja schon ein Video gedreht, das kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Aber es soll ja nicht um mich gehen, es soll um euch gehen. Habt ihr irgendein Buch, das ihr sowieso schon gefeiert habt, das dann später auch verfilmt wurde? Und dann würde mich natürlich interessieren, wenn es so ein Buch bzw. so einen Film gibt, hat es euch gefallen, die Verfilmung? Oder dachtet ihr, nein, ich bleibe lieber wieder beim Buch, weil die Filme echt schlecht sind? Twilight. So, ich würde sagen, wir machen mit Frage 3 weiter. Das wäre, was lest ihr gerade? Was lese ich gerade? Ich beantworte die Frage jetzt einfach mal zuerst. Ich lese gerade Tinderella. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, die Autorin erzählt aus ihrem eigenen Leben und sind so Geschichten aus ihrem Single-Dasein, auch ihre Erfahrungen mit Tinder und Co. Und es ist einfach mega lustig. Ich lag gestern auf der Couch, ich habe mich schlapp gelacht. Das Buch müsst ihr, auch wenn ich erst seit 60 bin, spreche ich eine Empfehlung aus. Das müsst ihr auf jeden Fall lesen. Es ist mega lustig. Frage 4. Was ist euer liebstes Genre? Steht ihr eher auf Liebesgeschichten oder auf Thriller oder auf Gruselgeschichten oder auf verrückte Massenmörder? Erzähl's mir gerne in den Kommentaren. Wer meinen Kanal kennt, weiß ja ungefähr auch, auf was ich so stehe. Und da muss ich, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Frage Nummer 5. Von welchem Autor oder welcher Autorin habt ihr die meisten Bücher im Regal stehen? Ist eine ganz einfache Frage. Ich enthalte mich diesmal. Wer meinen Kanal kennt, weiß es einfach. Aber vielleicht werde ich auch auf meinem Blog oder unten in der Infobox die Fragen auch für mich beantworten. Ich denke eher auf dem Blog, damit einfach auch mal meine Antworten dabei sind. Vielleicht fällt euch dann auch eher ein, was ihr darauf antworten wollt, weil manchmal ist man ja, wenn man so eine Frage kriegt, so vor den Kopf gestoßen, dass man denkt, was soll ich da jetzt auf Anhieb antworten? Vielleicht hilft es euch. Ich schreibe es auf meinem Blog. Die Verlinkung ist ja hier bei YouTube sowieso und auch unten in der Infobox. Frage Nummer 6. Welcher Autor sollte auf BookTube viel bekannter werden? Da könnte ich euch auf Anhieb 5 Namen nennen. Es gibt nämlich so ein paar Autoren, von denen ich schon mehrere Bücher gelesen habe, aber die ich so auf BookTube noch nie gesehen habe.
Wie gesagt, ich schreibe es euch alles in den Blog. Es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob ihr noch irgendwelche Autoren habt, die wir vielleicht gemeinsam hier auf BookTube ein bisschen bekannter machen können. Ich bin ja immer froh, wenn ich mal ein paar neue Gesichter kennenlerne und vielleicht auch mal in ein Genre reinrutsche, das eigentlich gar nicht so meins ist, aber dass ihr mir empfehlt und sagt, Julia, das musst du auf jeden Fall mal probieren, musst du auf jeden Fall mal lesen. Ich hatte schon so viele Fragen, Antworten, Kommentare von Leuten, die mir ein Buch empfohlen haben, das gar nicht in meinem Genre liegt oder von einem Autor, von dem ich schon mal was gelesen habe und das mir einfach nicht gefallen hat. Und die haben mir gesagt, lies es bitte, ich kann es dir nur empfehlen und vieles davon hat mir dann wirklich tatsächlich auch gefallen. Frage Nummer 7, das ist die vorletzte Frage, das wäre, welche drei Bücher nehmt ihr mit auf eine einsame Insel? Die Frage ist böse. Wenn ich jetzt so spontan überlege, würde ich einfach sagen, ich nehme ein Kindle mit. Da passen mehr Bücher drauf, aber das wäre geschummelt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche drei Bücher ihr mitnehmen würdet. Ich sag jetzt nur mal so viel, ich würde definitiv Band 1 der Chroniken der Schattenjäger oder Chroniken der Unterwelt. Ich kann mich nie entscheiden, welche Reihe ich besser finde. Auf jeden Fall eins dieser Teile würde ich definitiv mitnehmen, weil mein Leben ohne Chroniken der Unterwelt wahrscheinlich ganz anders wäre. Oder nein, jetzt habe ich schon wieder Harry Potter unterschlagen. Harry Potter wäre natürlich auch definitiv in der Reihe mit drin oder in dieser Dreierkonstellation mit drin. Wie ihr seht, es ist eine schwere Frage, also überlegt gut, bevor ihr antwortet. Und dann hat sie als 8. Frage noch etwas Persönliches mit reingenommen, was ihren YouTube-Kanal oder ihren BookTube-Kanal angeht. Die letzte Frage ist nämlich, welche Videos würdet ihr gerne als nächstes auf dem Kanal sehen? Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, es interessiert mich natürlich auch brennend, was euch denn so interessieren würde an Videos. Ich habe ja so einen bunten Mix ein bisschen auf dem Kanal, ich habe ja BookTube, also Büchervideos, ich habe Do-It-Yourselfs und zwischendurch halt einfach mal Events oder Tage, an denen ich euch mit der Kamera mitnehme, wenn ich weiß, dass es irgendwas Außergewöhnliches zu berichten gibt, wie zum Beispiel unsere jährlichen MagicCon-Besuche. Die sind natürlich ein Muss, aber ich versuche einfach den Kanal bunt und abwechslungsreich zu halten, damit einfach hier keine Langeweile aufkommt und sich jeder auf das nächste Video freut. In diesem Sinne wäre das alles. Es wären alle 8 Fragen gewesen. Ich schreibe sie euch auch nochmal unten in die Infobox. Dann müsst ihr nicht die ganze Zeit im Video hin und her spulen, was welche Frage war. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Bergfest und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!